Gut, wir machen weiter im Programm. Wir haben heute hier die Frau Dr. Viri Brandis aus Hennef. Super. Bei der Frau Dr. Brandis ist die Besonderheit, sie ist normale Zahnärztin, hat also ganz normal ihr Studium absolviert und hat sich dann dem Schwerpunkt Umweltzahnmedizin gewidmet. Hat sich vor etwa anderthalb Jahren komplett selbstständig gemacht, also von null angefangen, hat eine Praxis eröffnet. Wir haben dann ein Netzwerk aufgebaut, ein Netzwerk aus Heilpraktikern, aus Homöopathen, aus Osteopathen, aus Physiotherapeuten, Gynäkologen, da sind eine Menge bei, Ärzte, genau, Allgemeinmediziner, andere Kollegen, Zahnärzte sind bei. Ja, und das ist interessant, wie das Ganze also enorm Zuwachs bekommen hat, wie das nachgefragt wird. Es ist also sehr schön zu sehen, wie die Praxis immer besser besucht ist. Patienten kommen, die genau sowas suchen. Jemand, der jetzt ein bisschen Zeit hat, jemand, der sich um ihre Symptome kümmert, jemand, der eben den Blick auf das Ganze richtet. Und ich hatte Frau Dr. Brandis gebeten, ein bisschen was davon zu erzählen, wie sie das gemacht hat, warum sie sich dafür entschieden hat, und ich denke, das ist für uns alle mal interessant zu wissen, ja, wie sowas entsteht und mit welchen Höhen und Tiefen man da auch leben muss teilweise. Ne? Ich denke, du erzählst jetzt vielleicht ein bisschen was von dir und dann schauen wir mal. Ja. Schön, dich dran. Ja, so, hört man mich genauso gut wie die Frau Gut gerade? Dann mache ich mal weiter. Also, die Frau Gut hat schon gesagt, ich habe mich vor eineinhalb Jahren selbstständig gemacht. Das war natürlich nicht direkt nach dem Studium. So, jeder Mensch oder jeder beruflich Arbeitende hat ja so seinen eigenen Werdegang. Ich habe angefangen zu studieren 93, 94, habe dann mein Studium in Köln absolviert. Dort danach im Anschluss an der Universität 5 Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin den ganz normalen universitären, ja, die universitäre Medizin genossen und mich dort eben fortgebildet. Das Besondere, sage ich jetzt mal, oder das, was mich immer schon sehr fasziniert hat in dieser Zeit, war, dass ich in dieser Zeit der Universitätstätigkeit eine besondere Sprechstunde leiten durfte. Die nannte sich damals die Prothesenunverträglichkeitssprechstunde. Da komme ich nachher noch mal ein bisschen drauf zurück. Aber das war im Grunde genommen die Wiege des Interesses, was ich seit der Zeit nicht mehr ablegen konnte. Nach dieser Universitätszeit, das kennen die Zahnärzte, muss man natürlich seine Assistenzzeit absolvieren. Die habe ich dann in mehreren Praxen gemacht und konnte damit eben auch ganz viele verschiedene Erfahrungen sammeln. Ja, die dogmatische Zahnmedizin, die ganz klassische nach Vorschrift. Aber ich bin glücklicherweise an Menschen geraten, an Arbeitgeber, die auch ein bisschen über den Tellerrand geblickt haben. Und das hat mich immer sehr inspiriert und auch bewegt, dort weiterzumachen. Ganz zuletzt war ich in einer Praxis, die wirklich auch ganzheitlich arbeitet, die diesen ganzheitlichen Schwerpunkt auch nach außen hin gezeigt hat. Das war auch eine reine Privatpraxis, aber jetzt habe ich mich, wie gesagt, selbstständig gemacht, auch mit der Kassenzulassung. Das heißt, es ist jetzt also eine Mischung aus allem, hoffe ich. Und dieser Schwerpunkt der Umweltzahnmedizin, der kam mir eigentlich, ich bin ganz ehrlich, ich kannte das vor ein paar Jahren selber nicht, diesen Begriff, und bin eigentlich über meine Recherche, wie kann ich mich fortbilden, wie kann ich mich weiterbilden, über diesen Begriff selbst gestolpert. Und das entsprach im Grunde genommen genau dem, was ich die ganzen Jahre an der Universität gemacht habe, nämlich die Suche nach, ja, vielleicht kann man es Fokussuche nennen, woher kommen mögliche Beschwerden, kann das auch mit den Materialien zu tun haben, die wir Zahnärzte in den Mund des Patienten bringen. Ja, seit eineinhalb Jahren bin ich jetzt in Hennef. Das war auch ein etwas längerer Prozess, wobei ich mir habe sagen lassen, ich war sehr schnell. Es hat alles super geklappt, es hat super funktioniert, natürlich mit tollen Menschen, toller Unterstützung. Aber das Wichtigste ist natürlich, wenn man diesen Schritt geht, dass man vollkommen davon überzeugt ist, dass das, was man tut, auch sich richtig anfühlt für einen selber. Ja.
Ich konnte diese Praxis, die ich jetzt eben in meiner eigenen Praxis, das, was ich dort bin, konnte ich nicht so leben in einer Konstellation mit anderen Behandlern. Das kann anders auch gut gehen. Ich finde es sehr speziell, ich fand es sehr, sehr schwierig, diese Sachen, die ich mache, die ich wichtig finde, so zu vermitteln, dass auch Kollegen den Sinn oder die Wichtigkeit erkennen. Ich wurde sehr oft nicht abgelehnt, aber man belächelt das doch. Ja, es sind dann auch Patienten, die vielleicht schwieriger sind, da hat man ja keine Zeit für und vielleicht auch keine Lust.